Hallo? Hi, willkommen auf der Stage. Willkommen auf Twitch, du bist live. Okay. Die Aufnahmen kommen anschließend auf YouTube hoch. Bist du damit einverstanden? Ist mir egal. Freut mich. Also, wie sieht's aus? Bist schon vegan? Nee. Wieso nicht? Oh, weil ich Hunger hab auf gutes Essen. Das habe ich halt mit Fleisch halt, ne? Hast du mit Fleisch? Findest du denn, Geschmack ist eine Rechtfertigung, jemanden, der Leid empfinden kann, Leid anzutun? Wer ist jemand? Jemand, ein Individuum, ein leidfähiges Individuum. Ist doch kein Menschen. Ich habe auch nicht von einem Menschen gesprochen. Ich habe von einem leidfähigen Individuum gesprochen. Jemand, der Leid empfinden Das kann. sind doch Menschen. Bist du Menschen? Nein. Ich gehe davon aus, dass du das machst oder so, wenn du schon sowas fragst. Dass ich Menschen esse? Ja, kann doch sein. Ich esse gar nichts, was leitfähig ist. Für Aber du Konsti. hast ein Haustier und hast es eingesperrt. Oh boy. Wir reden nicht über meine Katzen. Wir reden nicht über meine tierischen Mitbewohner. Wir reden darüber, was du bei dir in deinem Vorratsschrank hast oder gerade in deinem Tiefkühler oder gerade in deinem Kühlschrank. Was tierische Bestandteile inne hat. Okay. Ich habe eine Tiefkühlpizza tatsächlich im Tiefkühlschrank. Ist da Milch drauf? Ist Bitte? Käse? Ist da Käse drauf? Ja, klar. Ist da Fleisch drauf? Salami. Salami? Heißt also, deine Rechtfertigung ist Geschmack. Ja, muss ja schmecken, muss ja mich ernähren. Du kannst dich auch rein pflanzlich Oh. ernähren. Muss niemand Nee, sterben. ist aber nicht so gesund. Also rein pflanzlich, da muss man ja spritzen und sowas, diese Also ich spritze mich nicht. Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Du musst nur Vitamin B12 nehmen. Ja, ist ja Nahrungsergänzungsmittel, was du aufnehmen musst, um die Vitamine zu bekommen. Okay, wie nimmst du dein Vitamin B12 auf? Ja, durch tierische Produkte. Wie nehmen deine tierischen Produkte Vitamin B12 auf? Ja, was weiß ich? Ich krieg's von denen. Und das ist noch nicht in den Sinn gekommen, zu hinterfragen, wie die das Vitamin B12 bekommen. Ist mir egal, aber ich weiß halt, dass ich's von denen bekomme. Ja, weil die das auch bekommen. In ihrem Futter. Ja, die haben ja mehr davon. Ja, rein theoretisch haben die gar Die nichts nehmen ja mehr davon. auf. Nee, die nehmen nicht mehr auf. Die nehmen genauso viel auf wie du auch. Okay. Die bekommen das in ihr Essen gemischt, werden wegen dir getötet, werden dann ausgestellt in einem Kühlregal. Du kaufst es, isst es und nimmst es auf. Ist es nicht besser, sofort das reine Vitamin B12 aufzunehmen? Anstatt noch die ganzen Naja, finde anderen ich nicht. Sachen, die eben Also nicht so gesund sind. ich will mir nichts untermischen. Keine Chemikalien. Wir reden hier immer noch an. Obwohl, wir reden hier immer noch von Vitamin B12, ne? Das ist dir bewusst, oder? Wenn du Klar. keine Chemikalien zu dir nehmen möchtest, dann solltest du tierische Produkte in deiner Nahrung sofort Aber entfernen, weil da ist nämlich ganz viel chemisches Zeug drin. Pflanzen, die werden noch dazu gesprüht oder nicht? Mit so Dann hol hier dir Pestiziden Pflanzen, und die so. nicht zugesprüht werden. Hä? Worüber reden wir? Ja, wenn wir jetzt hier schon so über Chemikalien reden und ne? Das sind ziemliche kleinen, wie nennt man das? Haarrauferei oder sowas? Ja, klein Kleinkackerei. Ich meine, hier Veganismus ist doch so, wie ich hier verstanden habe, weiß ich nicht, hier wohl Tierwohl quasi ein bisschen zu verbessern, blabliblub, aber da verstehe ich halt nicht, wieso man Haustiere dann hält. Ich meine, das kann man ja auch so sehen, dass sie halt, so weiß ich nicht, quasi gefangen gehalten werden, ne? Reden wir jetzt schon wieder über meine Kann ja nicht Haustiere, über meine raus. tierischen Mitbewohner? Er ist ja Haustier. Ja, quasi so Haussklave. Okay, noch einmal. Wir reden nicht darüber, dass ich tierische Bewohner bei mir habe. Wir reden darüber, dass du in den Supermarkt gehst und aktiv daran beteiligt bist, Tiere abzuschlachten, zu vergewaltigen und zu versklaven. Ich vergewaltige niemanden. Du lässt vergewaltigen. Die spawnen da nicht im Schlachthaus.
Das ist mir schon bewusst. Ja, genau. Und wie passiert das? Und zudem, indem sie zwangsbesamt werden. Wie würde man Nee, das nennen? nicht unbedingt. Ja, Nicht aber überwiegend, unbedingt. doch, klar. Deine komische Ja, Tiefkühlpizza, die ist nicht von würde einem ich nicht. Bio-Bauernhof. Würde ich, 95% also der ich. tierischen Produkte in einem Also. Supermarkt stammen aus einer Massentierhaltung, nicht vom Biobauernhof. Trotzdem weißt du nicht, dass sie da künstlich befruchtet werden. Prozent aller tierischen Bestandteile in der Nahrung aus dem Supermarkt, da wo du deine Nahrungsmittel herziehst, kommen aus Massentierhaltungen. Ja, und also es kann ja trotzdem, also muss er halt trotzdem nicht heißen, dass sie künstlich befruchtet werden. Du sagst ja, ich vergewaltige, das tue Ich ich ja sage, ich nicht. lass, du lässt vergewaltigen. Ist ja nochmal einen Ticken Oh, schlimmer, wenn du Mann. Sodomie befürworten würdest, ne? Wäre nochmal eine andere Spur von krank. Psychopathisch krank. Aber dennoch ändert es ja nichts an der Tatsache, dass du dafür bezahlst, dass eine Kuh vergewaltigt wird. Dass ein Huhn vergewaltigt wird. Dass ein Schaf vergewaltigt wird und alle anderen Tiere auch. Ja, nur so kommen die überhaupt dahin, indem man die züchtet. Züchten klingt nur schöner als vergewaltigen. Naja, wird ja niemand vergewaltigt, also wirklich, Die also. gehen da alle zusammen ins Hyabubele-Land und machen da alle Liebe. Alles auf freiwilliger Basis und die haben da auch Spaß dran. Die werden nicht etwa Ich meine, fixiert und gewaltsam nee, besamt. die werden nicht fixiert, nee, nee. Nee, nee. Naja. Zumindest nicht in den meisten. Okay. Hast du noch eine andere Rechtfertigung außer deinen Geschmack? Noch was anderes, worüber wir uns unterhalten können? Ja, schlag doch mal was vor, ich Du bist dafür weiß jetzt nicht. verantwortlich, dass Tiere abgeschlachtet werden, ich nicht. Ich meine, natürlich, Solltest du rechtfertigen? sterben doch Insekten, wenn, weiß ich nicht, hier überwiegend Pflanzen, Monokultur, ja, quasi, angebaut werden. Und deine Tiere, die werden ernährt durch Liebe, die du ihnen gibst, durch das Schlachtmesser, das du dem Metzger in die Hand drückst, und nicht etwa durch Pflanzen. Weil, wenn es, guck mal, man kann das ja so hinstellen, dass wir beide ja so theoretisch Mörder sind, wie du es Wir nennst. sind beide für Leid verantwortlich. Du aktiv, ich passiv. Ja, du, nee, ich bin auch passiv Nee, du aktiv. bist nicht passiv aktiv, wenn du dir im Supermarkt eine Tiefkühlpizza kaufst, auf der Salami und Käse ist. Käse von Guck mal, einer. das gleiche kann ich doch auch sagen, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, eine Gurke kaufen gehe. Dass da, weiß ich nicht, irgendwelche, weiß ich nicht, um das Gebiet zu roden oder was auch immer, dass da Insekten, ganzes wirklich Ökosystem kaputt gehen kann. Ne? Möchtest du das nochmal Also ich. wiederholen? Einfach nur, damit ich weiß, damit du das, was du gerade gesagt hast, ernst meinst. Ja, ich meine jetzt halt, wenn jetzt beispielsweise der Bauer, weiß ich nicht, übers Feld geht und dann da mit seinem Traktor hier mäht, dann gehen doch da, weiß ich nicht, voll viele Insekten kaputt, oder nicht? Ja, du hast aber schon noch zugehört, als ich dir Was gesagt habe, meinst du dass die dann? Tiere in deinem Schlachthaus nicht von Luft und Liebe ernährt werden, oder? Den Part hast du mitbekommen, ja? Bitte? Was haben jetzt. Ich rede da jetzt hier über die Insekten und Wie Anbau von werden Pflanzen. Kühe, Schafe und Hühner ernährt? Durch Luft und Liebe oder durch Ja, Pflanzen? natürlich auch durch sowas wie Heu oder Genau, so. Wie viel frisst eine Kuh ja. am Tag? Erzähl mir. Wie viel Boah, frisst das die? weiß ich nicht. 50 Das weiß Kilogramm ich nicht. Pflanzen am Tag. Wie viel esse ich? Ja. Was Ja, meinst du, wie viele Insekten und für mich draufgehen und für mein das ist Gemüse? jetzt aber eine Relativierung. Darüber redest du doch die ganze Zeit, oder nicht? Ja, aber du relativierst das jetzt, also nur weil die Kuh ein bisschen mehr isst als du. Ich lasse mich einfach nur auf dein schwachsinniges Argument Relativierst du mich? ein, dass ich dafür verantwortlich bin, aktiv, und das ist der Schwerpunkt bei dieser Unterhaltung gerade, dass ich aktiv daran beteiligt bin, dass Tiere umgebracht werden. In dem Fall dann Insekten, die wahrscheinlich nicht einmal so leidempfindsam sind wie eine Kuh, die für dich aufgeschlitzt Spielt das wird. denn eine Rolle, ob die so leidempfindsam Das sind? Leid selber ist eine sehr, 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 sehr wichtige Frage, denn wenn jemand Leid empfinden kann, dann sollte man Also, demjenigen kein Leid zufügen. ich meine jetzt beispielsweise, wenn so eine Kolonie von Ameisen sich so
quasi so eine Struktur aufbauen kann. Also da weiß ich nicht, ob die nicht auch fühlen können. Dann können das ja sicherlich auch andere Insekten. Trollst du mich? Wie? Na, ob du gerade am Trollen bist. Meinst du das, was du gerade alles sagst, ernst? Ja, selbstverständlich. Dann möchte ich dich jetzt noch ein letztes Mal, und das ist dann ein drittes Mal, ne, alle guten Dinge sind drei, fragen, wie die Tiere, die für dich ins Schlachthaus geschickt werden, und wegen denen, die überhaupt da sind, weil ohne dein Omnidasein würden diese Tiere gar nicht erst existieren, ne? Wenn du vegan wärst, dann würde das in deinem Namen nicht mehr gemacht werden. Durch dein Omnidasein werden Tiere ins Schlachthaus geschickt. Diese Tiere kann man nicht von Luft und Liebe ernähren. Die brauchen genauso wie alle anderen Individuen hier, ne, im menschlichen Körper, brauchen die Pflanzen mit wichtigen Nährstoffen drin und auch Wasser. Meinst du nicht, dass Kurze man Frage, was meinst du mit Omni-Dasein? dadurch, dass du die Lebensweise hast, die du gerade hast, nämlich eben nicht vegan zu sein, sondern dich eben mit allen Dingen, die die Welt hat, und deinem Magen zu bestücken, sorgst du dafür, dass andere sterben. Also ich sorge nicht dafür, dass irgendwelche anderen sterben. Möchtest du mir nochmal über deine Tiefkühlpizza berichten, was da so drauf ist? Und dann wollen wir nochmal darüber reden, wie das da drauf gekommen ist. Da Du bist doch alt genug, um das Internet zu benutzen, einen PC oder ein Handy zu nutzen, um zu wissen, wie diese tierischen Produkte da drauf gekommen sind, oder? Die haben sie nicht übergeben. Das ist kein Stuhlgang. Ja, Da klar, wird nicht einfach nur irgendein Stückchen Haut rausgestanzt. mein gehört halt zum Leben dazu, ne? Also, Ja? ne? Nee, ich Ja, weiß dass sie nicht. halt da, ne, geschlachtet werden zum Beispiel. Es gehört zum Leben dazu. Ja, vom Tier auf jeden Fall. Bin ja auch gefressen, Natur. Und weil das in der Natur passiert, ist das da automatisch in Ordnung, oder wie? Ich meine, wir sind jetzt auch in dem Sinne ja auch Tiere. Richtig. Oder nicht? Ja, sind wir. Wir sind Säugetiere. Siehst du, also, wieso Das war sollte aber das nicht dann die nicht in Ordnung Frage. Die sein? Frage ist gewesen, du hast gesagt, es ist in der Natur, es passiert in der Natur, und was in der Natur passiert, ist quasi okay. Das habe ich da jetzt rausgehört. Richtig? Ja, klar. Das ist aber schon bewusst, dass das, Warum? was da gerade passiert bei dir und mit dem Supermarkt und mit deiner Tiefkühlpizza, dass das überhaupt gar nichts Natürliches ist, oder? Natürlich ist es was Natürliches. Ach so, Das wächst gehört ja ja am zum. Baum, die Pizza. Ja. Ganz natürlich angewachsen. Nicht Nee, etwa es ist mit aber was Absicht vom Natürliches, Menschen Fortschritt zu gezüchtet und haben. getötet worden. Es Hast ist keine aber Ahnung, was was das Wort Natürliches, Natur Fortschritt zu bedeutet, haben. und Das gehört steckst es jetzt aber trotzdem in natürlich. deinen Wortlaut. Natürlich weiß ich, was Natur Ja, bedeutet. anscheinend nicht, weil Pizza wächst nicht am Baum. Ja, das habe ich ja auch nie gesagt. Ja, dann komm doch nicht mit dem Argument, ja, es passiert ja in der Natur. Das passiert gar nicht in der Ja, Natur. Es ist hab, nicht natürlich, so viele nein, Tiere dann hast zu du mich nicht töten. verstanden. Ja, Es ist nicht natürlich passiert das natürlich. natürlich, dass Tiere sich gegenseitig aufessen und töten. Ja, aber nur weil es in der Natur passiert, heißt es nicht, dass es deswegen normal ist, beziehungsweise dass es deswegen okay ist, worüber wir hier gerade sprechen. Denn wir reden hier gerade über das Thema Veganismus. Und wenn wir über das Thema Veganismus reden, reden wir über die Moral, weißt du? Nicht darüber, ob etwas in Ordnung ist, rein rechtlich oder weil es in der Natur passiert, ob das okay ist oder so, sondern rein von der Moral. Ob du das Ja, ethisch also okay findest. ist es denn was moralisch okay ist, wenn ein Löwe einen Zebra beißt oder sowas? Nochmal, was ist jetzt mit dem Zebra? Ich werde jetzt gefragt, ob du es dann jetzt in dem Beispiel moralisch in Ordnung findest, wenn ein Löwe einen Zebra Nee, finde ich nicht in beißt. Ordnung. Okay. Ich weiß nicht, ob du das jemals gesehen hast, aber es ist halt nicht so schön, ne? Ist kein Bolzenschussgerät, was der Löwe da hat, oder irgendein anderes super tolles Ja, Gerät, sondern ich weiß. die fressen die Gazelle und das Zebra und alle anderen Tiere, nämlich von hinten nach vorne auf, die leben noch, wenn man die anknabbert.
Ja. Ja, schön ist das nicht. Mögen es halt Englisch. Ja, aber auf jeden Fall, keine Ahnung, ne? Also, die Ja? leiden der Natur, so quasi. Das hast du eben gerade schon mal gesagt. Kommt da noch was? Kommt da noch was? Ja, ich warte auf euch. Ihr könnt mich ja mir auch mal ein paar Fragen stellen. Ich stelle dir gar keine Fragen. Du bist derjenige, warum wir überhaupt hier sind. Du solltest Ja, doch selber Überzeugung. wissen, warum und wieso du es nicht moralisch verwerflich findest, dass jemand, der Leid empfinden kann, wegen dir die Kehle aufgeschlitzt wird, weil du dich im Supermarkt für das falsche Regal entscheidest, nämlich für deine Tiefkühlpizza. Die es außerdem schon vegan gibt. Die es außerdem schon vegan gibt. Deine Okay. Rechtfertigung ist Geschmack. Wenn du mir schmeckst, kann ich dich töten und essen. Nee. Wieso nicht? Ich bin Mensch. Was ist der Unterschied zwischen dir und Nein, einem Tier? weil wir beide sind Artgenossen. Das Du bist kein ist Artgenosse von mir. natürlich, wir sind Nee, ich fühle Menschen. mich von dir weiter entfernt als zu meiner Katze. Kann ich dich jetzt töten? Wieso? Wie, also wieso? Also das verstehe ich jetzt nicht. Wieso? Kann ich dir auch nicht erklären, ist einfach so. Ich meine, wir sind doch hier Homo sapiens, wir sind doch Menschen. Wo genau in der Evolution machst du den Cut, dass du sagst, ab da ist es in Ordnung, diese Art von Tier zu töten? Boah, das ist schwierig. Ja, dann denk mal drüber nach. Solltest du. Weil auf jeden Fall sollten wir keine Affen oder Affenmenschen ja quasi bekämpfen oder töten, wie auch immer. Auf Weil die uns sehr nahe sind. Und wo machst du den Stopp? jeden Fall weiß ich nicht, eine Kuh auf jeden Fall. Also Und die würde ich auf wieso? jeden Fall essen. Ja, was halt kein Affe ist. Und was ist der Unterschied zwischen einer Kuh und einem Affen? Ja, ist auf jeden Fall ein paar Millionen Jahre dazwischen. Es gibt jetzt Zwischen. gerade in dieser Sekunde Affen, die koexistieren mit Kühen. Also ist nicht so, als wäre es ein anderer Zeitraffer. Ich rede hier nicht von einem Dinosaurier. Was ist der Ist auf jeden Unterschied, Fall wenn du eine beide andere nebeneinander Art. stellst? Was ist für dich der Unterschied, dass du sagst, den Eine töte ich und den andere nicht? Tierart. Eine andere Tierart. Ja. Definier mal diese andere Tierart. Können das ja so definieren, quasi haben wir ja so einen Überbegriff Menschenaffe und dann kann man das ja runter ja so abstrakt machen, dass man dann halt immer weiter eine Stufe runter geht. Ja? Dann beispielsweise Menschen auf Platz 2 dann hat oder sowas. Und dann teilt sich das wieder auf, weiter und weiter. Ich habe zwar gehört, was du gesagt hast, aber ich habe es nicht so richtig verstanden. Also meine Frage ist jetzt noch immer nicht Warte, wer richtig ist da noch klar Platz 1? beantwortet. Warte kurz. Ey, ist das dann so ein Ranking, so wer ist jetzt der Beste und wer ist jetzt der Schlimmste Omni? Bitte? Und schon. Also. Ja. Wir haben über Kuh gesprochen Darf und ich über denn? Menschenaffen. Und du wolltest mir jetzt erklären, warum du den einen tötest und den anderen nicht. Hast gesagt, das ist die Art. Und ich hatte dich gefragt, dass du mir das bitte mal genauer erklären sollst, weil ich nämlich nicht verstehe, was du damit meinst. Ja, zwischen diesen ganzen verschiedenen Tierarten, da teilt sich das halt irgendwann in der Vergangenheit. Da ist ja ein quasi, wir haben ja irgendwie einen gemeinsamen Vorfahren, das ist ja dann irgendwann irgendwie gesplittet, durch Evolution und so. Und dann gehen wir ein paar Millionen Jahre weiter, dann haben wir jetzt eine Kuh, weiß ich nicht, wir, irgendwelche Richtig, Affen, irgendwelche richtig. anderen Tierarten. Okay, und wo machst du da den Cut? Ja, auf jeden Fall bei den Affen. Die lassen wir natürlich in Ruhe. Ja, jetzt wiederholst du dich. Ich habe noch Oh, keine danke. klare Differenzierung von dir bekommen. Ich weiß jetzt nicht, was du von mir jetzt genau haben willst, Ich möchte was du von jetzt dir sagen wissen, warum du sollst. den einen tötest, warum du den einen abschlachten lässt und den anderen Ich nicht. glaube, weil der eine kein Artsverwandter ist. Die sind artsverwandt. Sind auch Säugetiere. Ist nicht so, Ja, als würden das. wir hier von einer Ameise sprechen. Wir reden hier von einem Ja, Säuger. das ist ja. Ja, aber trotzdem ist das ja kein Affe, Ist ne? mir schon klar, dass es kein Affe ist.
Aber es ist trotzdem ein Säugetier. Genauso wie du Ja und und? ich und der Affe. Und? Wo spielt das denn eine Rolle? Ob Ja, das ein natürlich spielt das Säugetier eine ist Rolle. Das ist eine oder nicht? Parallele, findest du nicht? Nee. Ist vollkommen egal. Ja, das ist egal. Ich meine, das sind ja auch Insekten oder Wieso genau Fische bist du oder auf die so. Stage gekommen? Bitte? Wieso genau bist du auf die Stage Ja, gekommen? um mich zu unterhalten. Um dich zu unterhalten oder um dich unterhalten zu lassen? Bist du wirklich am Veganismus interessiert oder willst du einfach nur quatschen? Ist dir Ich will eigentlich langweilig? nur quatschen und ein bisschen Ja? gucken, was, worum es hier geht. Es geht um den Veganismus und darum, dass man aufhören sollte, Tiere, die Leid empfinden, töten zu lassen. Okay. Ich weiß Also? nicht, also ich sehe kein Leiden. Bist du schon mal im Schlachthaus gewesen? Ja, ich habe auch schon mal selber einen Huhn geschlachtet. Das hat dich nicht gestört? Nee, ich meine, war eine gute Suppe danach. Meinst du, mich ärgert das, wenn du das sagst? Nee, ich will einfach nur sagen, dass es halt nicht verschwendet wurde. Doch, wurde es. Inwiefern? Ich meine, ich habe es ja verwertet. Okay. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, über was ich mit dir reden soll. Ich habe das Gefühl, wir laufen hier ein bisschen Ja, im auf jeden Fall, Kreis. dann können wir das ja gerne hier abbrechen. Und auf jeden Fall wünsche ich euch beiden einen schönen Abend Dankeschön, dir auch. und gute Nacht. Nach die. Ja, lassen wir so stehen. Da komme ich nicht weiter. Jemand, der sich vehement gegen den Veganismus stellt und sich nur versucht, mit Ausreden bzw. mit anderen Erklärungen herumzudrehen und rauszuwenden, da verschwende ich tatsächlich nicht den Atemzug für.